So, es geht weiter. Gute 4-5 Stunden später haben wir hier so ein bisschen Ordnung geschaffen, so halbwegs. Die Kleinste schleppt das größte Brett. Ja, längere haben wir gerade nicht. Ach so. Wir bereiten vor, machen diese ganze... Ach, die Folie? Folie ab und so. Das ist ja nicht so sehr für Männerhände vorgesehen. Ja, ja. Wie weit sind denn die Männer hier? Und zweitens sind sie schneller. Ich glaube, den zweiten müssen sie nicht machen. Das nehme ich ihnen gerne ab. Es sei denn, sie möchten es unbedingt. Ja. Ich streite mich nicht rum. Biene, stell mal da hinten gegen das, was fertig ist. Ist das ein Stress hier? Alter Vater, ey. Wurde schon fleißig gegessen. Eben. Leute, ihr glaubt das nicht. Doch, ich glaube, ihr glaubt es schon. Der das schon mal mitgemacht hat, weiß, wie viel Scheißarbeit das hier ist. So. Da haben wir Dave, den Anleitungsspezialisten. Spezialisten, ne? Basti, sag das nochmal. Spezialist. Marcel, jeder macht das, was er am besten kann. Ne? Ja, ich bediene ganz gerne die Kamera und red Scheiße. Ja, ja, ja. Ein Möbel ist auch schon fast fertig, aber der Kollege wollte los Fußball gucken. Ja, und er hat zu mir da gesagt, er geht Fußball gucken. Er kommt danach wieder. Ja, aber das ist Solka. Ja, ja, ja. Gut, nächster Abschnitt später. Wir haben ein kleines Problem. Eine Tür passt nicht. Und es stehen dort 6, 7 Personen. Ich habe das Video auch von euch gemacht. 4 Kerle an einer Tür. Aber, mit der Kamera hier? Nee, mit meinem Handy. Ja, toll. Gut. Ja, Problem ist, es ist mein Schrank. Und unser Schrank, Entschuldigung, Schatz, unser Schrank. Es gibt nicht mehr deins. Ja, ich weiß. Das ist meins. Also, das ist natürlich das Teilstück. Und wir kommen nicht, es gab wohl Fertigungsprobleme und wir kriegen das irgendwie nicht hin. Vielleicht müssen wir was weglassen. Naja. So, erste Nacht in der neuen Bude. Gestern ging es noch recht spät, aber man sieht, hier stehen alle Möbel. Das habe ich aber gestern schon gezeigt. Die Hello Kitty kommt da ganz sicher wieder weg. Frau ist im Bad, macht sich fertig. Ja, das Chaos kann beginnen, ich sag's euch. Die Lampe kommt auch noch weg. Die kommt auch noch weg. Hier kommt was wesentlich Aufwendigeres rein. Die Autos sind hier überall verstreut. Wie gesagt, der 5T steht da. Da hinten in der Tasche ist der Mugen. Da ist der Truggy vom Techno. Und irgendwo anders sind auch die Autos. Ich weiß es nicht, wo oder ob überhaupt die mitgekommen sind. Ich habe nur die erste Fuhre Umzug begleitet. Die zweite Fuhre habe ich nicht geleitet. Das war Basti, glaube ich, oder Stefan. Bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich hier noch jede Menge zu tun. Hier sind meine ganzen Karosserien zum Beispiel für die GTs da drin. Also... Meine Werkzeugtasche ist schon hier, die habe ich jetzt erstes rübergebracht, weil ich hier auch noch Werkzeug brauchte. Also ich glaube in nächster Zeit, außer ich bin mal unterwegs irgendwo anders mit, kommt nicht wirklich viel an Videos. Die Kleiderschränke stehen auch schon. Die Tür muss noch ausgerichtet werden, hier die beiden. Da beim anderen ist super.
hier Teil meiner alten Werkbank, die überall jetzt verstreut ist hier. Hier kommt noch das, hier ist ja das Büro, da hinten, also da ist die Platte eigentlich. Da ist der andere, der zweite Bildschirm ist nur aufgestellt, der erste liegt da oben im Karton. Hier ist mein Garagenschild, das darf natürlich in Zukunft nicht fehlen. Was wollte ich eben zeigen? Ich hab's vergessen. Ich habe so viel um die Ohren, ich hab's echt vergessen. Ja. Heute fahren wir noch einen Abstecher in die alte Wohnung. Und machen da nochmal klar Schiff, übergeben das heute alles. Achso, ja, da hinten ist meine restliche Werkbank, da hinten. Und hier überall, genau, da drin auch noch. Also, ich habe hier richtig zu tun, ihr seht's. Und deswegen wird wahrscheinlich auch, wie eben schon gesagt, in nächster Zeit nicht wirklich was von mir kommen. Ich mache quasi jetzt Urlaub von YouTube. Auch ich weiß nicht, wann diese Videos online kommen, weil auch die Telekom muss erstmal kommen. Und mir den Anschluss hier anschmeißen hier, weil sie haben zwar gesagt, die Pakete kommen, die Teile kommen, aber ich weiß nicht, wann der Techniker kommt. Das muss ich morgen am Montag erstmal in Erfahrung bringen. Und dann kann man weitersehen. Auch hier ist noch der Fuß für meinen Fernseher. Das Ding wiegt 15 Kilo, dieser Fuß. Das ist unglaublich. Aber es ist auch ein großer Fernseher. Oh mein Gott. Ja. Gut. Da sind die Beine, die habe ich schon gesucht. Alles klar. Gut, dann. Ich hoffe, es dauert nicht allzu lang alles. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin.